Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backrooms Craft. Ja, beim letzten Mal sind wir hier bei Level 10 stehen geblieben. Das war ein bisschen kompliziert, aber wir haben es geschafft. Und ja, an sich habe ich erstmal überlegt, mir fällt gerade auf, die ganzen Kreaturen sind weg, aber ist nicht schlecht. Ich habe überlegt, hier vielleicht so eine kleine Base zu machen oder so. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also, Wasser funktioniert zwar, es ist zwar gelb, aber ich weiß nicht. Was meint ihr, Leute? Soll ich hier eine kleine Base bauen? Also, wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rein theoretisch könnte ich hier, ja, eine Farm machen. So, jetzt brauchen wir noch so eine Hacke. Rest in Peace an die zwei Sticks, die jetzt irgendwo in Level 10 am Rande der Existenz oder so sind, keine Ahnung. Okay, mal gucken. Okay, es klappt anscheinend, es klappt. Hobbygärtner, yay. Funktioniert auch ein Baum? Das frage ich mich wirklich. Funktioniert ein Baum? LOL. Krass. Aber rein theoretisch bringt es uns kein wirkliches Essen. Ich meine, ja, aber ich habe eine Idee. Ich kann doch die hier lassen. Und sollte ich sterben und muss wieder zurück zu Level 10, habe ich hier schon Weizen. Weil ich wüsste jetzt nicht, was mir das bringt, 30 Jahre hier zu warten. Ich meine, ich hoffe, unser Essen könnte ausreichen bis Level 20. Deswegen, meine Freunde, ich lasse euch mal hier, ne? Und wir sehen uns irgendwann. Tschüss. Außerdem gibt es noch Level 14. Ich glaube, da geht's auch. Jetzt verlassen wir unsere kleine Farm. Aber egal. Und der Weg führt in die Unendlichkeit gefühlt. Okay, unsere Farm ist nicht mehr zu sehen. Das nächste Level wird dann interessant. Das ist das Stadtlevel. Und da haben wir schon den Noclip-Block gefunden. Und ich weiß, jetzt bei Level 11 oder 11, das wird gleich ein bisschen dauern, glaube ich. Ich glaube, da gab es immer Bugs und Spielabstürze. Ja, die Mod ist wirklich nicht perfekt. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur warten. Auf jeden Fall ist das nicht das richtige Level 11. Also wir sind schon mal bei Level 11. Okay. Aber es muss eigentlich noch was passieren. Aha. Daran seht ihr, irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Und wir sind bei Level 11 und wow, wir sind direkt, hier sind sogar Leitern. Wo sind wir? Wir sind gar nicht auf einer Straße oder so. Lol. Aha. Okay, ich will mal nach ganz oben. Ey, für was haben wir die Gerüste? Oh, ja gut. Baut man sich da nochmal nach oben? Wie war das nochmal? Ja gut. Wie ging das? Ah. Seht ihr? Die Gerüste sind mal nützlich. Boah, das Level. Okay, das war knapp. Das Level sieht echt cool aus in diesen Schienen, für was auch immer wir die bräuchten. Aber ey, wieso nicht? Jetzt können wir auf den Dächern Spaß haben. Ja, bringt zwar nicht so viel, aber egal. Wie sieht es von innen aus? Mal angucken hier. Ja, okay, ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Wir gehen einfach mal nach unten. Sogar eine Leiter. Das Level gefällt mir echt. Es ist sehr offen, sehr frei. Hoffentlich kann man hier aber auch entkommen, denn das ist mein Ziel. Eisengit. Ey. Oh. Level 11 fliegt also. Okay, gut zu wissen. Ich glaube, wir sollten uns vom Rand ein bisschen fernhalten. Ich hätte nicht so Lust runterzufallen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, wir bleiben aber mal draußen. Denn ich glaube nicht, dass drin No-Clip-Blöcke sind. Wasserlevel. Ah, Level 12 war dieses weiße Level oder so. Irgendwie so war das doch. Fragt jetzt nicht, warum ich nach oben klettere. Ich habe tatsächlich selber keine Ahnung. Einfach gerade.
Weiter aus. Gerade weiter aus? Ist das richtig? Ich glaube, das ist grammatikalisch nicht richtig. Egal. Ich habe das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Und was mir gerade auffällt, wir haben endlich wieder Sonnenlicht. Ey! Okay, das hatten wir in Level 7 mehr oder weniger zwar auch, aber Level 7 war gruselig und ja, das Level ist nicht so gruselig, muss ich sagen. Ich muss sagen, hier fühle ich mich sogar am wohlsten bis jetzt. Also, zwar sind alle Backrooms-Level komisch, aber Level 11 ist bis jetzt das normalste Level. Also, ja. Oh, hallo Parasiten. Aua, aua. Okay, die sehen mich nicht. Kann ich hier durch oder sind da direkt die Parasiten? Ha! Können die da durch? Aha. Okay, die sterben einfach so. Einfach so aus Spaß. Okay, interessant. Gut zu wissen, gut zu wissen. Okay. Jetzt verstören mich die Geräusche etwas, muss ich sagen. Komm, Level 11 braucht man nicht. Oh, ich habe noch Blöcke von Level 0. Level 1 Sandstone, 37, ja. Das kann ich von mir aus mitnehmen, das schadet nie. Ah. Gut, leb wohl Level 11, wir sehen. Und, aha. Wir waren lange nicht mehr im Wald, das ist mir aufgefallen. Aua. Ja. Sehr, sehr fair auf jeden Fall an der Stelle. Nein, natürlich nicht, Leute. Level 11. So. Das zählt natürlich nicht, wie ich schon am Anfang. Hallo? Och nein, jetzt. Nein. So, Leute, ich habe an der Stelle meine Sachen verloren und einfach beschlossen, diese Mod nicht mal weiterzuspielen. Das bedeutet, das Projekt ist mehr oder weniger zu Ende mit dieser Mod. Aber in der nächsten Folge wird das Projekt weitergehen, wieder ab Level 0, aber mit einer neuen Mod. Ja, wie ihr sehen könnt, dieses Level 0 sieht komplett anders aus. Es gibt viele Kreaturen, das sind auch nicht alle. Es gibt ziemlich viele Kreaturen, es gibt Jumpscares, es gibt. Also diese Level, diese Mod hier ist viel besser. Ich meine, allein, ja, es gibt sehr viel mehr Sachen. Hier gibt es natürlich auch mehrere Level, dies, das, Ananas. Und diese Mod ist einfach wesentlich besser. Das bedeutet, in der nächsten Folge werden wir einfach weitermachen mit einer anderen Mod und dann versuchen, so lange zu überleben, wie es geht. Beim nächsten Mal werden wir dann aber keine 30 Minuten nehmen zum Überleben, also Items sammeln. Ich werde mir einfach ein kleines Starterpaket machen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit einer neuen Mod. Denn diese Mod hat mich langsam echt genervt. Es hatte nur Bugs. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und wenn ihr überhaupt Lust habt auf diese Mod, dann schreibt es in die Kommentare. Ich denke mal, die ist besser. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.